Wir zeigen, wie eine Aufgabe aus CAS Maxima WordPress COM bearbeitet wird. Hier sollen wir eine Polynomfunktion berechnen und dann zeichnen. Es sind Punktelisten gegeben, zum Beispiel die Liste Nummer 1, die ich markiere und mit Steuerung C in den Zwischenspeicher übernehme. Ich werde dann das Maxima-Programm dazu aufrufen, das wir schon erstellt haben, und die Punkteliste hier eingeben, markieren und mit Steuerung V eingeben. Dann das Programm abarbeiten und das Ergebnis notieren oder merken. Dieses Ergebnis 5x² durch 84 plus 13x durch 84. Wir starten das Zeichenblatt. Wir starten das Zeichenblatt. Geben. In der Eingabezeile y ist gleich 5 mal x² durch 84 plus 13 mal x durch 84 ein, drücken dann die Enter-Taste und erhalten die gesuchte Parabel. Wir erhalten die gesuchte Parabel. Das muss eine Parabel sein, wenn wir an die gegebenen Punkte denken. Die Punkte waren 00, 3174, 00, 3174. Wenn wir das Punktwerkzeug auswählen, können wir diese Punkte verifizieren. 00, 31 und 74 sind tatsächlich auf dieser Parabel liegend. Funktioniert wunderbar.